Willkommen zum zweiten Teil der Adobe Photoshop CC Tutorial Reihe. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Bildqualität eurer Fotos verbessert, was man unter Ebenen in Photoshop versteht und welche Vorteile sie mit sich bringen. Bevor ich auf die konkrete Bildbearbeitung eingehe, möchte ich euch erklären, was man unter Ebenen in Photoshop CC versteht und welche Vorteile sie mit sich bringen. Ihr könnt euch Ebenen wie transparente Folien vorstellen, die übereinander gelegt werden. Je nachdem, welcher Teil der Ebene befüllt oder transparent ist, scheint die darunterliegende Ebene durch oder auch nicht. Ebenen finden auf viele verschiedene Arten ihre Anwendung. Wenn ihr beispielsweise einen Text oder ein neues Objekt platziert, erstellt euch Photoshop CC automatisch eine neue Ebene. Das hat den Vorteil, dass ihr den Text oder das Objekt beliebig verschieben könnt, ohne dabei eure darunterliegende Ebene zu beeinflussen. Wenn ihr nun ein neues Bild in Photoshop CC öffnet, dann arbeitet ihr auf einer einzigen Ebene, die Hintergrundebene. Die Hintergrundebene ist voreingestellt gesperrt, das heißt, ihr könnt sie zunächst nicht verschieben. Um nun die Hintergrundebene zu entsperren, klickt ihr auf das kleine rechte Schloss im Ebenenbedienfeld. Ich lasse die Hintergrundebene allerdings meistens gesperrt, da ich für die weiteren Bearbeitungsschritte neue Ebenen erstelle und ich so Gefahr laufe, dass ich die Hintergrundebene mit verschiebe. Das Ebenenbedienfeld dient der Organisation und Bearbeitung von Ebenen. Hier könnt ihr beispielsweise zusätzlich Ebenen hinzufügen, löschen oder ein- und ausblenden. Möchtet ihr also nun eine neue Ebene erstellen, klickt ihr einfach auf das Kästchen mit dem ungeknickten Eck. Um die Ebene wieder zu löschen, klickt ihr auf den Mülleimer im Menü rechts unten. Um die Reihenfolge der Ebenen zu ändern, haltet ihr einfach die linke Maustaste gedrückt und zieht die Ebene an die gewünschte Stelle, an die ihr sie haben möchtet. Möchtet ihr nun einzelne Ebenen aus- oder einblenden, könnt ihr das durch Klicken auf das Auge links in der Ebenenleiste tun. Ein weiterer Vorteil von Ebenen zeigt sich bei der Bearbeitung der Bildqualität. Wenn ich nun zum Beispiel Änderungen an Belichtung, Kontrast oder Farben vornehme, benutze ich meistens Einstellungsebenen. Die Arbeit mit Ebenen hat den Vorteil, dass ihr Anpassungen vornehmen könnt, ohne dabei das Originalbild zu ändern. Dadurch könnt ihr auch die einzelnen Änderungen flexibel ein- und ausblenden. Bei der direkten Bearbeitung über die Menüleiste Bearbeiten und dann Farbton Sättigung bzw. Bearbeiten Helligkeit Kontrast habt ihr den Nachteil, dass ihr alle eure Bearbeitungsschritte rückgängig machen müsst, bis ihr zur gewünschten Ausgangsposition gelangt. Dadurch werden eventuell Bearbeitungsschritte gelöscht, die ihr eigentlich beibehalten möchtet. Ich fange meist damit an, die Helligkeit und den Kontrast des Bildes anzupassen. Dazu klickt ihr unten im Ebenenbedienfeld auf den schwarz-weißen Kreis und wählt Helligkeit-Kontrast aus. Es öffnet sich automatisch ein Fenster mit den entsprechenden Reglern. Ich erhöhe die Helligkeit und den Kontrast nur etwas, da ich nicht möchte, dass mein Bild zu bearbeitet aussieht. So als kleiner Tipp am Rande, gerade bei der Food-Fotografie ist es immer schöner, Tageslicht zu verwenden, damit die Farben viel besser zur Geltung kommen. Ihr könnt euch deswegen im Restaurant einfach einen Fensterblatt suchen, da ihr da meistens die besten Lichtverhältnisse habt. Ihr erstellt in Photoshop CC eine neue Ebene und wählt diesmal Tonwertkorrektur aus. Hier wählt ihr die Weißpunktpipette aus und klickt auf einen Bereich des Bildes, der im natürlichen Tageslicht weiß wäre. Dadurch ändert Photoshop automatisch die Farbtemperatur und euer Bild sieht viel natürlicher aus. Möchtet ihr nun auch Anpassungen an den Farbtönen oder an der Sättigung vornehmen, klickt ihr ebenfalls auf den schwarz-weißen Kreis und wählt diesmal aber Farbton-Sättigung aus. Hier könnt ihr nun mit einem Klick auf diese kleine Hand mit den Pfeilen auswählen, welchen Bereich ihr verändern möchtet. Ich verringere meist die Sättigung der warmen Farbtöne, also Gelb, Orange und Rot, da ich möchte, dass das Bild etwas kühler wirkt. Je nachdem, wie warm oder kühl ihr nun euer Foto haben möchtet, könnt ihr hier auch ein bisschen mit den Möglichkeiten spielen und einfach mal verschiedene Werte austesten. Um nun ein Gefühl für die Auswirkungen zu bekommen, ist es am Anfang ganz hilfreich, die Regler einmal ganz nach links oder ganz nach rechts zu verschieben. So kann man auf Anhieb sehen, was mit dem Bild im Extremfall passieren würde.